Moin Leute! Und herzlich willkommen zu einem neuen Video, was aber heute mal etwas anderes ist. Ihr wisst ja, wir YouTuber sind da, um Freude zu verbreiten, um die Leute zum Lachen zu bringen und sie abzulenken von ihrem Alltag. Aber was ist, wenn diese YouTuber selbst überhaupt nichts mehr zum Lachen haben? Und in dem heutigen Video möchte ich mal einen Appell starten, aber das geht so nicht. Wir brauchen auf jeden Fall weniger Farbe in diesem Bild. Und natürlich noch eine klassische, sehr traurige Klavieruntermalung, damit ich das Ganze besser vortragen kann. Denn dieses Video thematisiert und richtet sich auch direkt an eine Person. Revinzeit. Oder wie ich ihn gerne nenne, Revi-Schnucki. Aber das ist ihm peinlich, deshalb nenne ich ihn einfach Revi. Revi, wir kennen uns schon so lange, noch bevor die ganzen Kanäle irgendwie gewachsen sind. Wir haben uns damals kennengelernt, ich glaube, du hattest noch 10.000 Abonnenten auf deinem anderen Kanal noch und uns hat direkt eine innige Freundschaft verbunden. Revi hat immer geleugnet, dass wir die besten Freunde sind, aber ich glaube, es war so. Und gut, wir hatten nicht immer so viel Kontakt, wir hatten beide viel zu tun, ja, aber ich habe immer geguckt, dass es dir gut geht. Ja, und jetzt musste ich von anderen Leuten erfahren, dass es dir nicht gut geht. Denn letztens ist ein Video erschienen, wo ich mir echt Sorgen um dich gemacht habe. Und ich meine, wenn es sogar bis in die YouTube-Nachrichten schafft, ja, dann kann ja irgendwas nicht richtig sein. Irgendjemand, Mr. Newstime oder so, irgendwer hat darüber berichtet, ja. Du wärst scheinbar komplett ausgerastet. Und das in Minecraft. Alter. Minecraft, das ist das harmloseste Spiel der Welt. Ich habe Revi immer kennengelernt als liebenswerten Mensch, der nie einem was antun würde. Ich glaube, ich habe noch nie ein Schimpfwort aus Revis Mund gehört. Mann, ich... Mann! Einer Stunde auf, ich hab keinen Bock mehr, Mann, ich hab keinen Bock mehr. Das liegt eine Scheiße und Kass immer Sprit. Alter. Mann! Ey, das ist immer das letzte Spinnnetz hier, Mann! Ey, was ist denn das? Was ist das? Nein! Kein Was soll das? Du dummer... Mann, das ist doch nicht... Ja, und dann habe ich diese Videoaufnahme gesehen, wo er rumflucht, wo er ausrastet, wo sein Kopf so rot wird wie eine Tomate. Das war nicht der Revi, den ich kannte. Und ich habe mich gefragt, was ist passiert in letzter Zeit, dass sogar Newsseiten darüber berichten, dass es dir nicht gut geht? Ich habe dir auf Twitter geschrieben, dass ich mir Sorgen um dich mache. Einige deiner YouTube-Kollegen haben darauf reagiert und gesagt, ja, wir auch. Wie konnte das nur kommen? Denkst du, das ist schön, über eine Nachrichtensendung zu erfahren, dass du komplett ausrastest vor allen Menschen? Revi, wir machen uns alle Sorgen um dich. Ich, deine Zuschauer und auch Mr. Newstime. Oder heißt der irgendwie so? Ich habe mich gefragt, zeigt das, dass es so wichtig ist, wie es dir geht, dass diese Nachricht es direkt in die News geschafft hat? Oder heißt es nur, dass es sonst einfach nichts zu erzählen gibt? Ich bin mir sicher, es ist das Erste. Ich möchte dir etwas mitgeben, ja? Wenn du Hilfe brauchst, dann melde dich bei mir oder bei irgendwem anders, so wie Mr. Newstime. Den juckt das nämlich, wie es dir geht. Mr. Newstime? Stimmt der Name? Du brauchst nicht deinen ganzen Ärger in dich raustragen, damit es alle sehen. Ja, friss es einfach in dich rein. Aber so kann es definitiv nicht weitergehen. Und ich möchte auch nicht, dass ein Spiel wie Minecraft jetzt dazu verkommt, dass du da deine Wut rauslassen musst. Ja, dass es überhaupt so weit kommen musste. Im Nachhinein, okay, die Videos, die in letzter Zeit erschienen sind, in den letzten Jahren, gut, rückblickend wirken sie vielleicht wie ein Hilfeschrei. Ja, aber das konnte ja keiner wissen an der Stelle. Ich dachte, das wäre Spaß. Aber immer, es ist immer so, bis einer weint. Ja, und ich möchte halt nicht, dass du das bist, Revi. Und ich glaube, Mr. Newstime weint auch schon deswegen. Der Name kann doch gar nicht stimmen. Und ich möchte ganz ehrlich, dass es nicht noch eine News über dich gibt, ja? Wo wieder erzählt wird, dass du aus... Was wird er als nächstes machen? Ich weiß es nicht. Er ist unberechenbar geworden. Und deshalb, lieber Revi, biete ich hier meine Hilfe an. Du hast meine Nummer, ja? Ruf mich an... Ruf bitte nicht an. Schreib mir einfach. Ja, und dann treffen wir uns und dann therapieren wir das Ganze. Dann setzen wir uns hier hin und gucken uns Katzenvideos an und Bilder von süßen Hasen. Damit du diese ganze Wut nicht mehr hast in deinem Körper. Und auch die Zuschauer sind aufgefordert, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie wir Revi wieder auf den vernünftigen Weg bringen können, gerne in die Kommentare damit. Vielleicht hilft ja Musizieren auf der Ukulele zu Wap Wap oder doch die Tierbilder, ich weiß es nicht. Ja, aber wir brauchen eine Lösung dafür, weil so kann es nicht weitergehen. Das hat nämlich auch Mr. Newstime gemerkt, ja, sonst wäre das Ganze gar nicht an die Öffentlichkeit gekommen. Aber dank investigativen Journalismus haben wir davon endlich was mitbekommen. Und das ist gut und nötig, dass es sowas gibt. Und ich fordere auch, dass weiter darüber berichtet wird, wenn andere Leute ausrasten. Sonst sind wir irgendwann eine Community voller Wuthälse. Deshalb, liebe Leute, haltet die Augen offen, sorgt euch um die YouTuber in eurer Umgebung. Wenn sie wieder wütend sind, sorgt dafür, dass sie glücklich werden. Mit Katzenbildern oder so. Jetzt, ich muss abwarten, ich weiß nicht, was noch kommt. In dem Sinne, ich hoffe, das wird was an der Stelle. Ich hoffe, dass das klappt. Ich hoffe, Revi meldet sich, ja. Ich hoffe, der sieht das hier. Vielleicht können wir es gemeinsam dann schaffen, ja. Weniger
weniger Wut einfach auf YouTube. Und mehr Qualitätsjournalismus. Das ist wichtig. In dem Sinne, ich bin raus, liebe Leute. Haut rein, bis morgen beim neuen Video und tschüss.